Die A8. Seit 2021 wird auf diesem Autobahnabschnitt gebaut. Stau ist hier an der Tagesordnung. Drohnenaufnahmen geben jetzt einen Überblick über die gigantische Baustelle im Südwesten Deutschlands. Es ist die letzte Verbindung zwischen der Autobahnachse Stuttgart, Pforzheim und Karlsruhe. Die bislang vierspurige Autobahn sorgt in der Vergangenheit immer wieder für zähfließenden Verkehr, Stau und Unfälle. Doch es wird gebaut, die Straße verbreitert auf 6 Spuren. Ein riesiges Bauprojekt. Online werden die Fortschritte am Autobahnabschnitt immer wieder dokumentiert. Auf einer Länge von rund 5 Kilometern werden neue Auf- und Zufahrtsstraßen, 2 weitere Fahrspuren, Unterführungen, Brückenkonstruktionen und weitere Modernisierungen gebaut. Kosten rund 350 Millionen Euro. Ende 2024 soll alles fertig sein und der Verkehr hier auf der A8 wieder reibungslos rollen.